Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen, lecker Schmecker Nom 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 Adventskalender und zwar ist es der von My Müsli. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, mit My Müsli habe ich dieses Jahr wieder eine Kooperation, was ich richtig, richtig cool finde. Und deswegen mache ich auch in diesem Video eine Verlosung. Das gibt jetzt nichts zu futtern, zu gewinnen, sondern einfach ein individuell zusammengestelltes Beauty-Lifestyle-Tüdelü-Paket von mir. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ja, also, My Müsli hat dieses Jahr 6 Adventskalender auf den Markt gebracht. Richtig cool. Und ich habe mir 2 ausgesucht. Den hier darf ich jetzt schon vorstellen. Das ist der klassische Müsli-Adventskalender. Fand ich persönlich einfach ganz interessant, weil mein Müsli ist ja Müsli. Und ich habe die damals quasi kennengelernt, dadurch, dass man quasi sich selber das Müsli ja zusammenmischen kann und dann in diesen großen Viechern bestellen konnte. Ne? Und hier haben wir jetzt 24 von diesen To-Go-Varianten drin. Und die habe ich damals super häufig mit zur Arbeit genommen. Und mein Freund und ich haben auch schon gesagt, ich muss diesen Adventskalender super schnell auspacken, weil wir haben Bock drauf. Das ist, wie gesagt, die klassische Variante. Die kostet 64,90 Euro. Aber ihr könnt mit meinem Code AK-Claudi bis zu 40 Euro auf die Adventskalender sparen, die es dort gibt. Ne? Also den bekommt ihr dann, glaube ich, für 49,90 Euro oder so. Wie gesagt, wir wissen im Prinzip schon, was drin ist. Einzeln kaufen kann man die Müslis nicht unbedingt. Also manche davon kann man einzeln kaufen, aber nicht alle. Ich gucke mal, dass ich euch aber trotzdem Wert ausrechnen werde. Und wir haben hier, ich weiß gar nicht, 13 oder wie viele Sorten sind hier exklusiv drin? Genau, 13 Sorten exklusiv, nur für den Adventskalender. Und nichts doppelt. Wir schauen jetzt einfach mal rein, oder? In der Nummer 1 haben wir Save the Ocean Müsli. Okay, das sieht sehr, sehr ansprechend aus. Bio-Müsli mit Dinkel-Quinoa, Crunchy, Kakao-Quinoa, Crunchy und Sauerkirschen. Das hört sich doch richtig gut an. Guck mal, und ich finde einfach diese Gucklöcher hier immer ganz charmant. Ne? Da machst du dir einfach Milch mit dazu, fertig ist die Laube. Freue ich mich jetzt schon drauf. In der Nummer 2 ist, glaube ich, ein Klassiker drin. Also das ist auf jeden Fall was für meinen Freund, denn er liebt dieses Chocolate von My Müsli. Und das ist einfach mit Schoki. Ne? Bio-Schoko-Müsli mit Schoko-Cornflakes und Zart-Bitter-Schokoplättchen. Und da hast du auch wieder genau das Gleiche mit dem Guckloch und so. Und praktisch ist halt einfach, dass du dir das easy peasy mit auf Arbeit nehmen kannst oder halt zu Hause mal eben schnell ein bisschen Milch drauf, fertig ist die Laube, kannst du dir dann gönnen. Und das finde ich also für mich einfach sehr, sehr praktisch. Jetzt als gerade werdende Mutter, ne? 2 Wochen, 3 Wochen, es dauert nicht mehr lange, Leute. Ist das Gold wert. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und das sieht so witzig aus. Das ist das Pineapple Coco Crunch My Müsli, also quasi mit Ananas. Hört sich sehr interessant an. Kokos mag ich tatsächlich sehr gerne essen. Also ich bin auch ein Fan so von Bounty oder sowas. Ne? Das ist ein Bio-Müsli mit Ananas, Kokos-Schocks, Kokosflakes und Apfel-Maracuja-Granulat. Das hört sich auf jeden Fall sehr fruchtig an, sehr frisch, sehr lecker und das ist auch tatsächlich eine Sorte, die hier recht schnell vernichtet wird. Hier haben wir die Nummer 4. Ach, die sind alle 100% biologisch. Das finde ich ja wirklich total charmant, Leute. Ne? Aber gut, ja, das ist etwas, was eher was für meinen Freund ist, weil ich kein Fan bin von Schokolade in Kombination mit Frucht, Obst, Beeren und so weiter. Also sowas ist gar nicht meine Welt. Er mag das schon. Raspberry Dark Choc Müsli, Bio Müsli mit Kakao, Quinoa, Crunchy Cranberries mit dunkler Kokosblüten, Zuckerschokolade und Himbeeren. Ja, wie gesagt, eher was für ihn. Auch wenn es optisch jetzt eher so nach Mädchen ruft mit dem Rosa und dem Pink und so, ne? Aber doch, das mag er auf jeden Fall. Oh, am Tag vor Nikolaus, 5. Dezember, haben wir Mango-Passionsfrucht-Granola drin enthalten. Bio-Granola mit Kokoschips, Mango und Apfel-Maracuja-Crunchies. Das ist voll mein Ding. Da freue ich mich sehr drüber. Und guckt euch allein mal an,
wie groß diese, es müssen ja Kokoschips sein, ne, hier drin sind. Also das spricht ja auch meistens für gute Qualität, ja, wenn das nicht alles so geschreddert ist, ne. Finde ich total cool. Nikolaus, die Nummer 6 habe ich jetzt hier am Start und da haben wir Bio-Müsli mit Kakao, Quinoa, Crunchy, Zartbitter-Schokoplättchen und Krokantbällchen. Also da müssen mein Freund und ich so ein bisschen kämpfen, ne? Aber ich glaube, es überlasse ich ihm, weil er so ein Mega-Fan ist von ja, Crunchy-Müsli und von Krokant, Mann. Genau, also auch diese zum Beispiel, wenn man jetzt so diese ganzen Blätterschokolade, Krokant, Gedönsen und so, oh, da kann er sich tatsächlich reinlegen. Und das hier dürfte dann auch sehr wahrscheinlich so eine exklusive Sorte sein. Ist auf jeden Fall sehr ansprechend. Auch die Nummer 7 ist dann wahrscheinlich eher was für meinen Freund. Da müssen wir mal gucken. Das ist nämlich Bio-Müsli mit Kakao, Quinoa, Crunchy, Erdbeerstückchen in Zartbitterschokolade und roten Johannisbeeren. Genau, was ich übrigens auch immer ziemlich gut finde bei diesen Müslis von meinem Müsli. Du hast hier halt einfach keine künstlichen Zusatzstoffe, ne? Du siehst ja auch einfach, was hier drin ist. Und da hast du keinen zugesetzten Zucker, was ich immer ganz nett finde. Und wenn man sagt, ach Mensch, komm, so ein bisschen süßer darf es auf jeden Fall mal sein, dann machst du dir halt ein bisschen Zucker noch so drüber oder ein bisschen Honig oder sowas, ne? Und das kannst du natürlich auch sowohl mit Milch zu dir nehmen, als auch dann mit, ja, alternativer Milch, Hafermilch, Mandelmilch und so weiter, habe ich sonst ja auch immer gemacht, ne? Oder mit Joghurt zum Beispiel. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie auf jeden Fall schon mal optisch. Das ist das Taste the Love Müsli. Bio-Müsli mit Dinkel, Quinoa, Crunchy, Erdbeeren und schwarzen Johannisbeeren. Das ist meins, definitiv. Und da haben wir auch Herzchen drin. Ach, wie süß. Sieht auf jeden Fall auch sehr lecker aus. Das ist jetzt ein bisschen feiner. Hat nicht so viele, so ein paar grobe Sachen mit dabei, aber das finde ich auch mal ganz angenehm. Ach, guck mal, da sehe ich auch sogar Sonnenblumenkerne mit drin. Joa, also ich glaube, so Frühstück und Abendbrot für die nächsten Wochen haben mein Freund und ich schon mal safe. Hinter den Rentieren hier dürfen wir uns in der Nummer 9 über ein Dreifach-Superschock-Müsli freuen. Also das ist richtig krass. Krass, krass. Also das wird was für meinen Freund sein, ne? Bio-Müsli mit Vollmilch, Zartbitter und weißer Schokolade. Richtig, richtig cool. Und das ist dann auch tatsächlich sogar in unterschiedlichen Formen hier drin. Und das finde ich auch immer ganz nett, ne? Ganz nicey-geboisy, wenn du halt auch so ein entsprechendes Mundgefühl hast. Das heißt, wenn das Müsli halt nicht nur irgendwie so eine Pampe ist, ne? So ein Einheitsbrei, sondern wenn du halt wirklich so unterschiedliche Texturen dann auch im Mund drin hast. Und das ist wirklich eine ganz, 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 ganz angenehme Geschichte, die man safe bei den ganzen Müslis von meinem Müsli so wiederfindet. Oh wow, selbstverständlich wird es auch in der Nummer 10 ziemlich, ziemlich bunt weitergehen. Und da habe ich Wildberry Joghurt Müsli, das ist meins, Bio Granola mit Brombeeren, Blaubeeren und Joghurtplättchen. Oh, das sieht echt gut aus. Und die gab es mal, also tatsächlich diese My Müsli To Go Geschichten, ne, die gab es mal bei DM zu kaufen. Ich weiß nicht, warum es die nicht mehr gibt. Ich fand das so cool, so praktisch. Und dann konnte man sich das nämlich eben so in der Mittagspause oder so mal eben schnell holen, ne? Naja, aber so habe ich es jetzt hier. Und durch den Adventskalender habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen meine Vorräte aufgestockt. Oh Gott, ja, die Nummer 11, die erste Schnapszahl, enthält etwas, was voll mein Ding ist. Und zwar Cranberry-Pistazie-Granola. Cranberry ist ja auch immer gut, wenn du so zu Blasenentzündungen und sowas neigst. Also das ist ja fast schon gesund hier. Und ja, dann auch noch hier, das sieht aber auch nach Cashewkernen aus. Okay, Bio-Granola mit Cranberries, Pistazien und Sauerkirschen. Das sieht so lecker aus. Und du hast dann hier halt diese gefriergetrockneten Früchte auch mit drin. Und oh, nom, ne, das färbt dann auch so ein bisschen die Milch ein, dass es dann so ein bisschen rötlich ist. Das macht das Ganze halt auch optisch irgendwie ansprechender. Und dann hat man da irgendwie auch ein bisschen mehr Bock drauf, finde ich. Hier habe ich die Halbzeit, die Nummer 12. Und das ist auch ein Klassiker, den ich sehr gerne mag. Blueberry ist das einfach. Also quasi Bio-Früchte-Müsli mit Blaubeeren, Erdbeeren und Banane. Oh, also diese Bären-Müslis, das merkt ihr ja sehr wahrscheinlich. Ganz offensichtlich, sind voll mein Ding. Also da fahre ich extrem drauf ab, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, dann hast du hier teilweise diese Kügelchen da auch noch zwischen, was dann ja auch manchmal so ein bisschen, ja, diese Schokoladendinkelbällchen sind, ne? Und die sind dann mit weißer Schokolade überzogen. Das ist wohl eher was für meinen Freund in der Nummer 13. Banana Bread Müsli. Bio Müsli mit Kakao, Quinoa, Crunchy, Brownie Keksen und Bananen. Er liebt hier diese Jelly Bananen und so. Dann wird er das ja auch sehr gerne mögen, denke ich mal. Und du hast da einfach mal hier
Abwechslung. Und ich würde auch wirklich sagen, wenn ihr euch den Adventskalender holt, dann solltet ihr entweder selber so jemand sein, der einfach alles gerne isst, oder dass man sich halt irgendwie im Haushalt ergänzt, ne? Also, dass man das als Familie oder so, boah, stelle ich mir richtig cool vor, wenn man irgendwie so als, keine Ahnung, 3-4-köpfige Familie, ne, sich den Adventskalender holt und sich gefühlt jeden Morgen drum käbbelt, wer das coole Müsli bekommt. Ich feiere das. Ich sehe halt in der 14, wenn ich das Kläppchen aufmache, einfach nur dieses Bunte hier außen und denke mir direkt, ja geil, läuft, ne? Das ist das Strawberry Cheesecake Müsli. Und das finde ich halt so cool, ne? Du hast hier etwas, was wirklich dann eigentlich nach sehr süß schreit. Wahrscheinlich jetzt auch nicht 100%. Also ein Apfel ist natürlich gesünder, ist klar. Aber trotzdem ist es halt einfach eine schöne Geschichte. Ich bin so eine süße Maus, ich mag das einfach gerne. Aber du hast hier keinen zugesetzten Zucker oder so, dass es so übertrieben süß wäre, ne? Weil das hat man ja so häufig, dass wenn du dir dann irgendwie sowas auch in dieser Cheesecake-Richtung oder so holst, dass es dann viel zu süß ist. Und das wird einem bei meinem Müsli einfach nicht passieren, ne? Also so meine Erfahrung. Bio-Müsli mit Erdbeeren, Mini-Butterkekse in Joghurt, Zitronenschokolade und Joghurtplättchen. Siehst du, weil eben diese Zitronengeschichte mit dabei ist, wird das Ganze so ein bisschen ausbalanciert und halt nicht so quietschesüß sein. Oh, muss ich echt aufpassen, dass mein Freund mir das nicht alle wegfuttert hier. Ui, 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 ui. Ja, am 15. Dezember erwartet uns Apple Macadamia Cinnamon Granola. Das ist meins. Bio-Granola mit Apfel, Zimt, Crunchy, Macadamia und Salted Caramel Crispies. Ja, aber da weiß ich, dass mein Freund mir das auch überlassen wird, einfach wegen dem Zimt, der da mit drin ist. Und ganz ehrlich, man macht den Adventskalender ja normalerweise in der Weihnachtszeit auf und nicht jetzt irgendwie schon Monate im Voraus, ne? Da sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich, ne? Ne, ne, ne? Und deswegen, in der Weihnachtszeit Zimt kannst du echt gut gebrauchen. Also da habe ich richtig, richtig Hunger. Schon jetzt drauf, obwohl wir eben Abendbrot gegessen haben, Leute. Geil. Oh Gott, auch die Nummer 16 sieht so lecker aus. Hat auch so ein bisschen was von einem Zirkusdesign, finde ich, ne? Diese Dreiecke, Vierecke, nicht sind alles Dreiecke. Genau, dann so kunterbunt, ziemlich witzig. Das macht direkt einfach Bock drauf. Berry Salted Caramel Granola. Also lecker. Bio-Granola mit Salted Caramel Crispies, Himbeeren und Blaubeeren. Oh, das ist einfach lecker. Also, kann ich euch jetzt schon sagen. Habe ich jetzt schon, also, dass ich das, also, ne? Oh mein Gott, ja, also wir sind jetzt eine Woche vor Heiligabend. Jerry Stratze Teller, das ist dann eher was für meinen Freund, wobei ich mir das auch trotzdem für mich vorstellen könnte. Bio-Müsli mit Hafer, Crunchy, Sauerkirschen und Zartbitter-Schokoplättchen, weil das sieht jetzt nicht so aus, als hätten wir hier super viele Schokoplättchen drin. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das, ne, könnte ich mir dann doch noch irgendwie gönnen. Also Bock hätte ich da auf jeden Fall drauf. Am liebsten würde ich jetzt gerade einfach alles mal probieren, aber das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ja, genau. Aber na, auf jeden Fall eine schöne Sorte für eine Woche vor Heiligabend. Und da sind wir jetzt auch schon in der Weihnachtswoche. Und das hier ist so ein Bircher Deluxe Müsli. Das ist so ein, also ich würde persönlich sagen, dass es so ein Zwischending ist zwischen Müsli und Porridge. Also diese Bircher Müslis, die sind halt, glaube ich, nochmal so ein Stück weit gesünder oder sowas. Und ein bisschen feiner. Ich esse mir die super gerne halt wirklich mit warmer Milch. Also das geht wirklich schon Richtung Porridge für mich, ne? Bio Bircher Müsli mit gerösteten Pistazien, Cashewkerne und Erdbeeren. Yum. Yum. Sowas mag ich einfach gerne. Das muss man wirklich sagen, ne? Und ja. Das ist dann eher was für abends für mich tatsächlich, weil ich das, wie gesagt, dann warm essen werde. Aber ich mag sowas. Oh, wow. Ja, am 19. Dezember habe ich hier was für meinen Freund. Salted Caramel Brownie, ich glaube. Da kann ich gar nicht so schnell gucken, wie er das vernichten wird. Bio-Müsli mit gesalzenen Karamell-Crispies und Brownie-Keksen umhüllt von dunkler Schokolade. Ja, hallo. Uiuiuiuiuiui. Ja, definitiv schreit das seinen Namen. Das sieht sehr, sehr lecker aus und sehr, sehr ansprechend. Kannst du nicht anders sagen, ne? Krass. Ja, aber es ist halt was für ihn. Das ist auch gut so, ne? So hat jeder hier sein Part. Oh, sowas ist ganz schön in der Nummer 20, wenn du halt so auch vielleicht ein bisschen Halsschmerzen oder sowas hast. So Honigmüsli mag ich auch richtig gerne. Bio-Müsli mit Honigflocken, Cashewkern, Mandeln und Haselnüssen. Da werden wir uns wahrscheinlich drum käbbeln. sieht auch wieder sehr, sehr lecker aus. Und so Nussmüsli, das ist einfach,
Es hat einfach Geschmack, ne? Und das mag ich richtig gerne leiden. Die Nummer 21 ist Mainz. Das finde ich gut. Zack, nämlich Blackberry Granola. Bio-Granola mit Brombeeren, Erdbeeren und Chiasamen. Und boah, das sieht so lecker hier drin aus. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas gäbe es auch regulär zu kaufen. Man muss halt wirklich mal schauen, ne? Das ist halt auch die Sache, wenn einem eins dieser Müsli so mega geil gefällt, dann kann man sich das vielleicht, wenn es das auch im Standardsortiment gibt, auf der Homepage in dieser großen Verpackung nachkaufen. Aber oh, Mr. Bauchi tritt mich auch gerade, so nach dem Motto, Mutti, nicht lang schnacken, hau dir das Ding rein. Ja, die Nummer 22 ist was für meinen Freund. Schoko-Brownie-Müsli. Bio-Müsli mit Schoko-Crunchy und Kakaokeksen mit dunkler Schokolade. Das sieht echt gut aus. Und ganz ehrlich, also ja, ich weiß, wir sind eigentlich noch nicht ganz beim Fazit, aber irgendwie die Sorten, die hier in diesem Adventskalender drin sind, die sprechen mich auch ganz ehrlich mehr an als letztes Jahr. Am Tag vor Heiligabend kann ich mir hier noch was gönnen, und zwar Berry White Choc. Das ist wirklich meins. Also mein Freund mag zum Beispiel nicht so gerne weiße Schokolade. Ich liebe weiße Schokolade. Er sagt immer, weiße Schokolade ist doch keine echte Schokolade. Doch, ist es. Und das schmeckt unglaublich gut. Also wirklich, ne? So, schreibt mir in die Kommentare, was für eine Art von Schokolade ihr am liebsten mögt. Das ist ein Bio-Schokofrüchte-Müsli mit Himbeeren und weißer Schokolade. Ne? Auch hier wieder das wunderschöne Guckloch, und ich meine, das hier hatten wir letztes Jahr auch mit drin, und sowas feiere ich einfach. Du siehst hier diese ganzen Beeren einfach auch mit drin, das ist so, so cool. Ich feiere das, und jetzt feiern wir einfach mal die Nummer 24. Ach, das haben die aber auch toll gemacht. Die haben nämlich auch mit reingeschrieben, dass du in dem 24. Dezember auch einen 10-Euro-Gutschein finden wirst. Bei manchen Adventskalendern ist es ein bisschen schwierig, weil das so ein Zettelchen ist, was beigelegt wird, und dann wird vergessen, den rauszufummeln, und hier klebt der halt oben hier drauf, deswegen zeige ich euch das auch gar nicht. Und der ist tatsächlich sogar ein ganzes Jahr einlösbar, was ich schön finde, weil so kannst du dich wirklich in Ruhe durch die ganzen Sorten durchprobieren und gucken, was dir davon wirklich gefällt, um dir dann dein Lieblingsmüsli nochmal nachzukaufen. Also das haben die echt gut gemacht. Hier haben wir nämlich Christmas Cookie Granola, ein Bio-Granola mit Spekulatius-Keksen, wow, weißen Kakaobutterstern und Apfelstücken. Ich glaube, das werde ich mir gönnen. Ich glaube schon, ja. Also das werde ich meinem Freund dann mopsen. Wenn wir davon ausgehen, dass quasi man pro Müsli irgendwie, ich weiß nicht, 2,59 oder so bezahlt. Ich glaube, das war das, was man damals bezahlt hat. Und dann auch den 10-Euro-Gutschein mit dabei hat, dann hast du irgendwie einen Warenwert von 72 Euro irgendwas. Das habe ich auf jeden Fall eben mal ausgerechnet. Das heißt, du bekommst auf jeden Fall mehr für dein Geld, was ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde, ne? 72,16 Euro, genau, das war das. Und du hast hier einfach mal die Möglichkeit, dich durch das komplette, also nicht durch das komplette, aber durch einen Großteil des Sortiments von meinem Müsli durchzuprobieren, was die Müslis angeht. Natürlich gibt es auch noch die Porridge-Variante oder andere Varianten, die Tee-Variante von dem Adventskalender. Aber wenn du ein Müsli-Junkie bist und halt dein Müsli finden möchtest, bist du hier ganz gut aufgehoben, ne? Ich finde gut. Und ich finde auch, also wirklich, ne? Wie gesagt, man muss es halt als jemand öffnen, der entweder alles so irgendwie mag, oder halt als Paar oder als Familie, sodass halt wirklich auch jedes Produkt irgendwie an den Mann, an die Frau kommt. Cool finde ich übrigens auch, dass du hier das Inlay komplett aus Pappe hast. Das heißt, es ist dann halt auch einfach über den Papiermüll entsorgbar. Finde ich auch total gut. Und wir haben hier eine wirklich bunte Mischung auf diesem Tisch stehen. Das ist so, so cool. Und ich habe einfach Bock, das alles zu vernichten, zusammen mit meinem Freund. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Mein Müsli-Team, dass ihr mir den Adventskalender zugeschickt habt, dass ihr mir den Code AK-Claudi an die Hand gegeben habt, damit ich ihn euch auch mit an die Hand geben kann. Weil so bekommst du den ganzen Adventskalender für 49,90 Euro bis zum 30.11. Und ja, schau gerne einfach mal in der Infobox vorbei, da habe ich dir das Ganze soweit verlinkt. Und dann war es das auch hier von mir und dem Adventskalender von Mein Müsli in der Müsli-Variante, der Klassiker. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!